In der Jenaer Innenstadt wird momentan viel gebaut. So auch in der Weigelstraße Ecke Johannesstraße. Mitte Juli begann die Stadtwerke Energie Jena-Pösneck mit der Erneuerung der Fernwärmeleitungen. Seit heute geht die Baumaßnahme in die nächste Phase über. An die Fernwärmeleitung in der Weigelstraße werden T-Stücke angeschlossen, um die Leitung unter die Johannesstraße weiterzuführen. Diese Arbeiten gehen mit Versorgungseinschränkungen einher. Dafür muss die Leitung leer sein und sie muss auch kalt sein. Deswegen ist im Moment quasi der gesamte Stadtbereich nördlich des Paradiesbahnhofes von der zentralen Wärmeversorgung getrennt. Davon merken aber die meisten Kunden überhaupt nichts, weil wir durch mobile Heizstationen im Stadtgebiet eine provisorische Versorgung gewährleisten können. Da gibt es so drei Standorte, wo diese sogenannten Hotmobile, bewegliche Ölheizungen sind das quasi, stationiert sind und die Wärmeversorgung gewährleisten. Auch die Biogasanlage in Zwezen speist zusätzliche Wärme ein. Nur eine kleine Anzahl von Stadtwerkekunden in direkter Umgebung zur Weigelstraße kann aktuell nicht mit Wärme und Warmwasser versorgt werden. Hintergrund der Arbeiten am Fernwärmenetz ist die von der Stadt beschlossene Eichplatzbebauung. Aktuell verläuft eine große Fernwärmeversorgungsleitung, die den westlichen Innenstadtbereich mit Wärme und Warmwasser versorgt, quer über den Eichplatz. Um diese Bebauung zu gewährleisten, die die Stadt plant auf dem Eichplatz, muss die raus aus dem Eichplatz, um eben auch in die Tiefe graben zu können. Dafür nutzen wir eine vorhandene Bestandsleitung, die hier durch die Weigelstraße Richtung Norden führt. Das ist die Hauptversorgungsleitung von Winsala nach Nord. Bauen dort einen neuen Abzweig und führen die Leitung künftig durch die Johannesstraße durch. Die aktuellen Arbeiten an der Fernwärmeleitung sollen bis Sonntag abgeschlossen sein. Dann wird es auch keine Einschränkung mit der Versorgung mehr geben. Die Arbeiten an den Wasser- und Stromzuleitungen sind bereits beendet. Bis in den Herbst hinein laufen allerdings noch weitere Bauarbeiten in der Johannes- und der Weigelstraße, um die Eichplatzbebauung vorzubereiten.